Börsentipp, so lautete seit März 2020 das Mantra der Märkte, weil die Notenbanken all in gegangen sind, weil sie die Märkte mit Liquidität zugeschüttet haben geradezu und dadurch gab es einen Anreiz, jeden Rücksetzer, jeden Dip zu kaufen an den Märkten. Aber das könnte sich jetzt ändern. Wir erleben einen mentalen Regime-Change bei vielen Analysten, Banken und Brokern, die sagen, nee, jetzt ist Schluss mit Buy the Dip, jetzt heißt es Sell the Rally. So sagt zum Beispiel die Bank of America, verkauft jede Rally, bis die Fed Anfang November das Tapering ankündigen wird, offiziell verkünden wird, also ankündigen wird, dass sie die Anleihekäufe zurückfahren wird, bis dann eben Mitte 2022 keine Anleihen mehr gekauft werden. So ja der Fahrplan. Und wir wollen uns mal ein paar Einschätzungen anschauen, zum Beispiel dieser Bank of America, die sagt, ja, wir haben höhere Inflation, das drückt auf die Margen, das ist nicht gut. Insgesamt für viele Sektoren bei den Aktienmärkten. Wir werden also praktisch jetzt auch im Oktober dann diese sogenannte Blackout Period haben, wo die Unternehmen also keine eigenen Aktien mehr zurückkaufen können vor Verkündung der Quartalsergebnisse. Und so wie es aussieht, haben wir jetzt die schlechteste Handelswoche immerhin seit Oktober 2020, also seit einem Jahr. Aber es gibt auch Optimisten, JP Morgan, die sagen, ja, anhand unserer Kreditkartendaten sehen wir, dass die Leute wieder mehr ausgeben, dass manches sich da entspannt an der US-Grenze, dass die Bewertungen doch eigentlich ganz okay sind. Nur ja, da kann man drüber streiten, aber es ist zumindest klar, dass das Tapering kommt, denn jetzt hat sich heute etwa Neil Kashkari, das mit Abstand dovischste Fed-Mitglied, geäußert und hat gesagt, ja, macht Sinn, dass da in nicht allzu ferner Zukunft Tapering kommen wird. Also wenn Kashkari sagt, es wird kommen, dann ist es so ziemlich sicher, davon kann man ausgehen. Das ist ja jemand, der geradezu ein Apologet des permanenten Gelddruckens ist. Aber selbst wenn die Fed jetzt versucht, diese Inflationstendenzen, diesen Druck in Richtung Inflation zu bekämpfen, wie Francis Donald hier schreibt, dann kann sie nicht verhindern, dass es möglicherweise zu wenig Regen gibt in Brasilien, Ernteprobleme mit steigenden Lebensmittelkosten, dann, dass etwa irgendwelche Häfen in China wieder öffnen, dass Lastwagenfahrer in Großbritannien gefunden werden oder Australien irgendwelche Corona-Beschränkungen einführt oder andere Länder. Also wir sehen, die Notenbanken sind in einer schwierigen Situation. Sie müssen eigentlich raus aus dieser ultralaxen Geldpolitik, weil der Inflationsdruck sehr, sehr groß ist. Auf der anderen Seite, wenn sie aussteigen, dann passiert das wahrscheinlich synchron mit einer Abschwächung der Weltwirtschaft, eben weil der Druck für die Unternehmen so stark ist, der Kostendruck so stark ist und den müssen sie weitergeben an die Konsumenten, sodass dann die Inflation weiter steigt. Die Konsumenten müssen höhere Löhne fordern etc. Das erfordert wiederum stärkere Gegenaktion der Notenbanken. Es ist schlicht ein Teufelskreis. Jetzt sagt etwa die Deutsche Bank, ja, wir sind schon lange dabei, die Alarmglocke zu läuten, denn wir haben zwei sehr ungünstige Entwicklungen. Die Inflation ist höher, als alle gedacht haben auf der einen Seite und gleichzeitig nimmt das Wachstum. Das nimmt stärker ab, als alle erwartet haben. Sehr ungünstige Konstellation und Peter Ghanri, der hier zuständig ist für den Aktienhandel bei der Saxo Bank, sagte, also der September, das ist der Monat, als die Equity Rally gestorben ist und er sagt, wir werden in zwei Wochen, wenn die US-Berichtssaison anfängt, massive Gewinnwarnungen sehen, eben weil der Kostendruck für die Unternehmen so enorm ist. Und wir sehen jetzt auch, dass dieses Buy-the-Dip-Mantra schon in den letzten Tagen nicht so wirklich geklappt hat. Wir sehen jetzt, dass etwa der Risk-On-Risk-Off-Indicator, der hier von Sentiment Trader ermittelt wird, das erste Mal jetzt wirklich ins Negative gedreht ist. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass eben diese blinde Vertrauensseligkeit in die Allmacht der Notenbanken da ist. Das hat sich ein bisschen erledigt, eben weil man sieht, dass die Notenbanken faktisch die Kontrolle verloren haben. Und das ist für Märkte grundsätzlich gefährlich. Jetzt sehen wir heute eine kleine Erholung, bislang zumindest. Mal schauen, wie es dann heute weitergeht. Aber so richtig überzeugend ist das noch nicht. Und ja, klar, wir sind technisch überverkauft, etwa im Nasdaq, der RSI, also relative Stärkeindex, jetzt so stark überverkauft wie zuletzt bei den Tiefs im März 2020, dass es da Gegenreaktionen gibt, dass wir alles andere als erstaunlich, aber wir haben teilweise eben Trendbrüche und wir wollen sehen, wie weit es die Bullen schaffen, den Markt nochmal nach oben zu treiben. Jedenfalls glaube ich, dass dieses Buy-the-Dip-Mantra erst einmal ernsthaft gefährdet ist, wahrscheinlich erstmals ernsthaft gefährdet ist, seit
die Notenbanken all in gegangen sind. Kryptos dagegen, denen geht es heute gut. Verschiedene Meldungen, die nicht wirklich erklären, warum das so ist. Bitcoin teilweise 10% im Plus. Wir sehen aber, dass zuletzt das Handelsvolumen bei Bitcoin deutlich abgenommen hat. Hat sich etwa halbiert seit Anfang des Jahres. Also die Manie ist ein bisschen raus. Wer kauft da jetzt? Große Frage. Aber kehren wir mal zurück zur eigentlichen Problematik. Und das ist ja die Inflation. Vielleicht ist Bitcoin ja sozusagen ein Asset, das eben dann mitsteigt mit der Inflation, eben wie die Hauspreise auch steigen. Jedenfalls sehen wir, dass die US-Verbraucherpreise heute PCE, die heute gemeldet wurden, mit dem höchsten Wert seit 30 Jahren hereinkamen. Da war dann die Rallye, die zwischendurch mal eingesetzt hat, zunächst mal zu Ende, aber dann ging später wieder etwas rauf. Wir hatten heute auch das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan, zweite Veröffentlichung, da hat man gesagt, ja, also die Erwartung der Haushalte, dass es ihnen in einem Jahr besser geht, die ist jetzt auf 30% gefallen. Das ist der niedrigste Wert seit 2016. Also die Leute spüren, oh, das wird schwierig jetzt mit dieser ganzen Inflationsgeschichte, mit den Löhnen, die nicht der Inflation nachkommen, nicht nachziehen entsprechend, dass da sie Kaufkraftverluste erleiden werden. Das scheint den Leuten wirklich inzwischen klar zu sein. Aber natürlich auch in Europa. Inflation 3,4% heute in der Erstvorabschätzung in der Eurozone. Das ist das höchste Level in 13 Jahren. Und Andreas Deno Larsen sagt da auch zu Recht wohl, also wenn schon in Europa Inflation ist, Europa war ja immer das Deflationärste, was auf der Welt so rumgekrochen ist, da waren die Preise ja immer sehr niedrig. Wenn selbst in Europa eben die Preise jetzt stark anziehen, dann muss man sich vielleicht Sorgen machen. Kommen wir nochmal in die USA, ISM-Index Gewerbe heute, der war recht ordentlich. Aber da ist eben auch, wie der ISM oder wie es ISM kommentiert, ist eigentlich zwischen den Zeilen zu lesen, das ist nicht so richtig schick, die Entwicklung. Wir sehen zwar, dass das Wachstum gut ist, aber die Supply Chain Concerns are growing, also die Lieferkettenprobleme, die wachsen, die werden immer stärker. Das war vorher bei Chips, Elektronikbauteilen, das hat jetzt fast alle Bereiche erfasst, sagt ISM. Und das ist natürlich nicht gerade deflationär, sondern tendenziell inflationär. Jetzt hat heute erstaunlicherweise Philipp Hildebrand, viele kennen ihn vielleicht noch als ehemaligen Chef der Schweizer Notenbank, jetzt bei BlackRock tätig, hat gesagt, ja, ich sehe jetzt einen totalen Wechsel. Wir kommen aus Jahrzehnten von eher deflationären Tendenzen, eben durch Globalisierung, und kommen jetzt in ein Jahrzehnt wahrscheinlich von deutlich höherer Inflation, also eine Art Regime Change. Und wir haben aber Gott sei Dank einen beruhigenden Faktor hier in Deutschland, das ist der Marcello Fraccherino, der gesagt hat, also systematisch werden die Preise nicht stark steigen. Wir werden viele Dinge haben, die günstiger werden. Es gibt überhaupt keinen Grund zur Panik, meine Damen und Herren. Ja, Sie haben vielleicht ja meine Bewerbung gesehen als Finanzkanzler. Da habe ich ja Mario, wollte ich vorschlagen, aber der hat momentan anderes zu tun. Der Draghi, der ist Regierungschef in Italien. Ich habe den Marcello vorgeschlagen als EZB-Chef. Und ich bin sicher, wenn ich ihn rufe, nachdem ich gewählt worden bin, dann wird er das auch machen. Ich sehe diese Inflation, sagt der Marcello, im Augenblick eigentlich als eine willkommene Normalisierung, weil sie temporär zu einer Korrektur der viel zu schwachen Preisentwicklung führt. Also das ist das Argument, wir hatten in den letzten Jahren zu wenig Inflation, jetzt haben wir ein bisschen zu viel. Wir haben zuletzt eher wenig getrunken, jetzt können wir uns 10 halbe Bier jeden Tag reinschütten. Das passt dann schon, ist die Argumentation, die ich nicht so wirklich nachvollziehen kann. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber das ist schon ein bisschen schräg. Und wir wollen jetzt mal die These von Marcello Fraccherino auf den Prüfstand stellen. Europäisches Gas heute 100 Euro erreicht, das erste Mal ever. Also wir haben einen neuen Rekord heute erreicht und wir sehen, dass die Lieferungen von Gas nach Europa um 77% zurückgegangen sind, weil die Russen eher nach Asien liefern. Jetzt warnt auch die Bank of America noch, ja, pass auf, was ist denn mit den Ölpreisen? Wir sehen ja, dass Kohlepreise explodieren, Gas, Flüssiggas, nur Öl, das hält sich noch. Aber wenn jetzt ein etwas kälterer Winter kommt, dann könnte es sehr schnell gehen, dass Öl auf 100 Dollar und mehr steigt. Und das wäre natürlich auch jetzt durchaus inflationär. Und dass sich die Situation ändert, so sagen Branchenkenner, ist sehr unwahrscheinlich, denn die Gasproduktion ist definiert. Das wird jetzt nicht schnell ausweitbar sein, aber es gibt weltweit eben Shortage, es gibt weltweit Mangel jetzt an Gas etwa.
Denn Nordostasien, Nordamerika, die alle sind sozusagen in einem Bitterwettkampf auch mit Europa. Und die sind, vor allem die Chinesen, sind bereit, hohe Preise zu zahlen. Und wenn jetzt eben noch ein kalter Winter draufkommt, nachdem wir sehr geringe Lagerhaltung an Gas haben, dann könnte es sein, dass wir maßgeblich auch im Ölpreis heftige Preissteigerungen sehen. Und das wäre dann sozusagen der nächste Makro-Hurricane, wie die Bank of America sagt. Also das sind Dinge, die jetzt teilweise schon ein bisschen eskalieren. Jetzt interessanterweise heute in der Financial Times ein Aufruf von verschiedenen Professoren und Umweltaktivisten, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, die sagen, Leute, hier in Deutschland, Ruder zurück, lasst eure Atomkraftwerke am Netz, denn es ist ja so, dass bis Ende 2022 6 Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet werden sollen. Dann sind wir noch abhängiger davon, dass der Wind weht oder die Sonne scheint oder der Putin uns Gas liefert. Und dementsprechend sagen die, das wäre doch jetzt das Einfachste, einfach zu sagen, okay, wir verlängern die Laufzeiten, statt jetzt eben auszusteigen, damit wir mehr Sicherheit in der Energieversorgung haben. Ich bin gespannt, ob die neue Bundesregierung das umsetzen wird, wenn sie sich dann irgendwann mal finden wird. Jedenfalls heute ein Artikel bei uns auf Finanzmarktwelt, den ich Ihnen anempfehle. Energiekrise, kein Naturgesetz, das Wind immer weht und Putin Gas liefert. Das ist ein Zitat von Ole Hansen von der Saxo Bank, der das, glaube ich, genau auf den Punkt bringt. Heute zum Beispiel auch interessanterweise ein Kraftwerk in Deutschland abgeschaltet worden, weil es keine Kohle mehr hat, ein Kohlekraftwerk. Also wir sehen, da ist absoluter Mangel an Produkten, die man einsetzen muss, damit man das produzieren kann, was man eigentlich produzieren will. Das nimmt also immer heftige Gestalt an. Wie gesagt, diesen Artikel Energiekrise, den werde ich Ihnen unter dem Video verlinken. Ebenso wie den Artikel Energiekrise, Strom und Gas wegen Steuern immer teurer. Der Preishammer kommt noch. Denn durch unsere wunderbare CO2-Abgabe, die ab 1.1. kommen wird, wird all das noch krasser werden. Wir werden also jetzt sozusagen vor einer Preisspirale stehen im Energiebereich, die dann die Konsumenten voll treffen wird. Und wie man dann, wie Marcello Fracerino, auf die Idee kommen kann, dass man überwiegend ja keinen Preisdruck haben wird, das muss mir der Marcello in einem persönlichen Gespräch vielleicht mal erklären. Ich bin gespannt, was er dazu sagen würde. Also auch diesen Artikel packe ich unter das Video. Absolutes Must-Read, weil es uns alle betrifft. Sie betrifft, mich betrifft, Ihren Nachbarn betrifft und den Nachbarslumpi auch. Also das sind Dinge, die jetzt auf uns zukommen. Und wer wissen will, was auf uns zukommt, der ist gut beraten, diese beiden Artikel, die ich unter das Video verlinke, zu lesen und sich das anzuhören und anzuschauen. Jetzt wünsche ich erstmal ein wunderschönes Wochenende. Ich hoffe, wir sehen uns am Montag wieder und sage Servus und Ciao.